Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bleibt schön sportlich fair in den Kommentaren, auch das würde mich wie immer freuen. Ansonsten will ich gar nicht lange rumschwafeln. Hier seht ihr einmal die Timelinks, das heißt zu dieser Minute könnt ihr springen, wenn ihr direkt Chelsea Bayern beispielsweise sehen wollt. Ansonsten jetzt viel Spaß mit Neapel gegen Barca. Danke fürs Reinschalten. Los geht's. Der SSC Neapel hat den FC Barcelona zu Gast. Die Italiener in der leichten Außenseiterrolle. Doch beim FC Barcelona läuft in dieser Saison auch noch nicht alles rund. Die müssen sich erstmal noch eingrooven. Jetzt auch noch Ousmane Dembélé verletzt. Da müssen sie wieder improvisieren. Die erste Chance lag dennoch auf Seiten der Gäste. Siebte Spielminute. Da kommt Arthur aus dem Rückraum. Doch die Fußspitze von Maximovic kann hier Schlimmeres noch verhindern. Die Anfangsphase aber klar bei den Gästen. Und so fühlte sich das hier auch fort. Arthur hat jetzt das richtig gute Auge für Ansu Fati. Scheitert aber in Meret. Der rauskommt, den Winkel verkleinert und mit dem rechten Schienbein den Ball rausbekommt. Das ist Neapel nach knapp 24 Minuten, dann nach vorne mal mit einer Standardsituation auffällig. Marc-André Ter Stegen hat das aber gerochen. Fängt den sogar. Zumindest aber mal ein Zeichen. Hier der Gastgeber. Vor dem Seitenwechsel wurden die Hellblauen dann etwas stärker. Insigne Mertens raus zu Callejon in den Rückraum gespielt. Und das Fabian. 45. Minute, das 1:0 für Neapel und die kalte Dusche für die Spanier. Den lässt er wunderbar über den Außenriss laufen. Vom Pfosten prallt der Ball ins Glück. 1:0 nach 45 Minuten. Messi und Co. standen hier vor einer großen Aufgabe. In diesem Hinspiel möchte man sich schon mal eine gute Position erarbeiten. Lionel Messi zu Sergio Busquets. Die Flanke auf den zweiten Pfosten. Der Kopfball von Ansu Fati trifft aber nur das Außennetz. Wirklich brenzlig wurde es in dieser Szene noch nicht. Und die Gastgeber spielten gut mit, wollten das 2:0 erzwingen. Di Lorenzo auf der rechten Seite. Insigne dringt in den Strafraum ein. Diego Demme. Das wäre ein Champions-League-Einstand für ihn gewesen. Wuchtiger Schuss. Ter Stegen schaut hinterher. Der Ball aber einige Zentimeter rechts vorbei. Keine Viertelstunde mehr zu spielen. Konnte der FC Barcelona hier noch den Ausgleich erzielen. Der wäre ja durchaus lobenswert. Und sie hatten die Chance. Aus knapp 17 Metern konnte Meret aber nicht überwunden werden. Die absolute Schlussphase nun im Anbruch. Frenkie de Jong, Griezmann zu Ansu Fati, der kommt völlig frei zum Abschluss und gleicht doch noch aus. 90. Minute, kein Abseits, schön durchgespielt. Und dieser geniale Spielzug, der reicht dann, um für das Rückspiel die besseren Karten zu haben als der SSC Neapel. Etwas glücklich, weil sehr spät. Dennoch ist das 1:1 unter dem Strich für den FC Barcelona verdient. Der FC Chelsea gegen den FC Bayern München am Dienstagabend an der Stamford Bridge. Der FC Bayern München in der Favoritenrolle. Sie stellen Ansprüche auf den Champions League-Titel. Chelsea denkt vermutlich von Runde zu Runde. Die Anfangsphase klar zugunsten der Münchner verlaufen und direkt mit einem Erfolgserlebnis. Fünfte Spielminute. Joshua Kimmich wird da wunderbar freigespielt. Hat insbesondere, wenn er auf der 6 spielt, den Drang nach vorne zentral auch mal einzulaufen. Hier profitiert er davon, von seinem Mut. Und es ging gut weiter. Wieder Kimmich, der hier Lewandowski ins Spiel bringt. Dann die Szene fürs Erste geklärt. Trotzdem bleibt der Druck bestehen. Wieder Kimmich zu Lewandowski.
Da fehlte nicht viel zum zweiten Auswärtstor. Und das wäre richtig viel wert gewesen. Was die Blues aber spielten, war doch echt fragwürdig. Viel kam da, insbesondere nach vorne nicht. Thiago mit dem Ball vorm 16. Na, dann hat er das fantastische Auge und das Füßchen für so eine Szene. Schlänzt den aber eben etwas zu genau nur ans Aluminium. Kepa kann fliegen und hat Glück, dass er da nicht hinter sich greifen muss. Nur wenig später die erste Halbzeit unglaublich dominant geführt von Hansi Flicks Mannen. Hier Thiago, Lewandowski, Thiago, Rüdiger abgefälscht vor die Füße von Thomas Müller. Prompt stand es 2:0, auch in der Höhe absolut verdient. Müller, der hier kalt bleibt und einschiebt. In der Folge geschah nichts mehr in den ersten 45 Minuten. Der FC Bayern zog sich etwas zurück aus dem Spielbetrieb. Kann auch ein Risiko darstellen, doch der FC Chelsea war nach vorne bis dato wirklich nahezu unsichtbar. 5 Minuten jetzt knapp im zweiten Durchgang gespielt. Es wurde etwas besser, was Chelsea jetzt brachte. Pedro im Strafraum legt nochmal zurück. Giroud letztendlich, der in der Nahrungskette am Ende steht, diese aber nicht vergolden kann. Giroud, schöne Drehung, schneller Abschluss. Aber Neuer mit einer Weltklasse-Parade. Die Bayern machten nun aber im negativen Sinne so weiter, wie sie am Ende des ersten Durchgangs aufgehört hatten. Sie hatten wirklich nachgelassen, das musste man ganz klar so anmerken. Die Chancen häuften sich. Kovacic mit dem Kopfball. Der ging dann aber noch etwas über den Kasten drüber. Knappe Viertelstunde noch. Das 2:0 mittlerweile etwas schmeichelhaft. Einer der wenigen Nadelstiche. Kingsley Coman muss es eigentlich machen. Das 3:0 hier liegt auf dem Silbertablett vor ihm. Doch Kepa mit einer schönen Reaktion holt er den noch raus und verschont seine Mannschaft vor dem dritten Gegentreffer. Und nun noch einmal Chelsea über die rechte Seite. Pedro im Ballbesitz. Alaba geht nicht resolut drauf und plötzlich war der Kasten von Neuer nicht mehr leer. Mateo Kovacic da im Kopfballduell, das sieht komisch aus, war auch komisch. Köfter Hernandez an den Oberarm, sodass Neuer nicht mehr reagieren kann. Und das 1:2 war unter den Umständen auch nicht mehr unverdient. Bayern hat trotzdem eine super Ausgangslage, das Gegentor hingegen war eher unnötig. Olympique Lyon empfing Juventus Turin im heimischen Stadion, die Franzosen in der leichten Außenseiterrolle, davon wollten sie aber überhaupt nichts wissen. Und Juventus stand tief und stark unter Bedrängnis. Traoré auf der rechten Seite, diese Flanke ist super, der Abschluss fantastisch. Kaltoko Ekambi mit dem 1:0, der erste Abschluss führt hier gleich zum Erfolg. Wojciech Szczęsny, der streckt sich zwar, kommt aber nicht mehr rechtzeitig runter. Zu platziert dieser Ball. Was für ein Beginn in diese Partie. Ein Nackenschlag für die Italiener, aber nichts, was man nicht mal einkalkulieren würde. Gute Möglichkeit. Danilo Lopez klärt vor den Kopf oder auf den Kopf von Cuadrado. Die große Möglichkeit zum Ausgleich, den kann er, den muss er vielleicht sogar machen. Juve wurde stärker, der Treffer wollte aber noch nicht gelingen. Higuain legt den Ball raus, wieder zu Cuadrado, die Flanke auf den zweiten Pfosten und da ist Cristiano Ronaldo plötzlich in Position gelaufen. Das wäre ein typisches Ronaldo-Tor gewesen, artistisch, unnachahmlich, er trifft aber nur
das Aluminium, dementsprechend auch die Miene der Italiener nach 45 Minuten. Lyon mittlerweile etwas glücklich in Führung, aber im zweiten Durchgang erwischten sie wieder die bessere Anfangsphase. Da ist nämlich wieder Turco Ekambi, das gibt's doch nicht. 54. Der macht hier einen Doppelpack. Schockiert die favorisierten Gäste und bringt seine Mannschaft mit 2:0 in Führung. Und sie hat noch nicht genug. Aua! Der es probiert. Diesmal Chesney aber da, 67. Minute. Wichtige Aktion. Der Pole kriegt noch die Hände dran und klärt es so. Juve musste aufmachen und das bestraft sich hier. Nächste Chance. Und Chesney bekommt ihn gerade so noch rausgefischt. Nicht so leicht zu halten. Juve bis in die Nachspielzeit wirklich unauffällig. Jetzt vielleicht mal mit einer Standardsituation. Cuadrado tritt ihn rein. Plötzlich war alles wieder offen für das Rückspiel. Gonzalo Higuain mit dem 2:1 am ersten Pfosten. Und das lässt die Vorzeichen komplett verdrehen. Ein lockeres 1:0, in Anführungszeichen locker, würde Juventus Turin reichen. Die Lyon-Fans waren trotzdem zufrieden. Die Ausgangslage unterm Strich besser für die Gastgeber. Real Madrid gegen Manchester City, das zweite Spiel am Mittwochabend und damit auch die 8. Partie des Achtelfinals, komplett der Hinspiele. Die in schwarz gekleideten Gäste machten hier einen sehr schönen Eindruck, hätten durch Gabriel Jesus hier in der 4. Minute in Führung gehen können. Doppelchance, der zweite ist dann schwer zu machen. Pep Guardiola verzweifelte. Man City im Champions League Spiel Nummer 1 nach der Disqualifikation für die kommenden beiden Spielzeiten. Zumindest erstmal vorab sind das die Informationen, die man hat. Sie spielten wirklich so, als würden sie in den nächsten Jahren nicht mehr ran dürfen. Richtig aufgedreht, richtig gut. Sergio Kun Agüero hier gegen Thibaut Courtois. Aber stand weiterhin 0:0. Real Madrid taumelte etwas, doch noch sollten sie nicht fallen. Nun mal eine Kontersituation. Vinicius Junior, Walker kann den Ball an Kroos nicht vorbeibringen. Karim Benzema mit dem ersten Ausrufezeichen in Richtung des Tores von Ederson. Der war stark geschossen, noch besser gehalten. Knappe halbe Stunde gespielt. Die Partie wurde jetzt offener. Real Madrid nun aber zweikampfstärker im Mittelfeld. Die nächste Möglichkeit. Hazard zu Marcelo. Benzema mit dem Flankenball auf den zweiten Pfosten. Da ist Vinicius Junior. Kommt da zum Kopfball. Trifft aber nur das Lattenkreuz. Zidane feuerte an. Bis zum Pausenpfiff sollte sich an diesem torlosen Remis nichts mehr ändern. So ging es also mit offenen Karten in den zweiten Abschnitt, wo wiederum die in schwarz gekleideten Gäste besser reinfanden. Sergio Aguero zu Rodri, der es mal versucht, das Aluminium trifft. Und im zweiten Versuch an Courtois verzweifelt und Pep Guardiola ist der Schock ins Gesicht geschrieben. Super Chancen, ja, und er hätte ihn sicherlich eingeschoben. Toni Kroos, ein fantastischer Ball zu Casemiro. Und da ist der Treffer, 59. Minute. Jetzt war er da, eine ausgeglichene Partie. Und Real Madrid in der Chancenverwertung
einfach besser. Valverde zu Vinicius Junior. Gute Phase der Madrilenen. Sie vergoldeten sie mit dem 2:0. Toni Kroos am zweiten Pfosten freigelaufen. 65. Minute. Der Ball von Vinicius gut reingebracht. Für Kroos dann eine Standardaufgabe. Und das war's. Mehr kam nicht. Der Gast aus Manchester muss sich da dann warm anziehen und fürs Rückspiel auf eine richtig gute Partie hoffen. Jo, das war's dann auch mit dem zweiten Teil des Champions League Achtelfinals. Ich weiß gar nicht, ob in der nächsten oder übernächsten Woche folgt dann der dritte und dann noch irgendwann der vierte, aber bald ist auch erstmal DFB-Pokal. Lasst gerne Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten bis zum nächsten Mal und adios.